Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich ganz besonders freue, denn ich habe heute etwas, wo ich nicht weiß, ob es das schon mal gab und wenn, egal, denn ihr bekommt heute von mir und von der krassesten Make-up-Artistin hier aus Deutschland, Drogeriefavoriten von ihr, in meinem Gesicht und wir machen das Ganze Covid-freundlich, denn ich habe die liebe Letizia Lehmack gefragt, ob sie uns ganz exklusiv ihre Drogeriefavoriten verrät. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Shoutout an Letizia. Schaut bitte unbedingt bei ihr einmal vorbei auf Instagram. Sie ist eine meiner größten Inspirationen. Sie ist eine gute Freundin von Hatti. Ich habe auch schon mit ihr zusammengearbeitet. Sie ist eine ganz, ganz liebe Maus und sie hat uns die Möglichkeit gegeben, dieses tolle Video zu machen, denn falls ihr ihr bei Instagram noch nicht folgt, tut das auf jeden Fall, denn dort verrät sie in ihrer Story und im Feed ganz, ganz oft so ein paar kleine Produktdupes und günstigere Alternativen. Und ich habe das in den letzten Monaten verfolgt und jetzt habe ich gesagt, komm, Letizia, bitte verrate uns deine Drogeriefavoriten. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Sie hat wirklich sich die Zeit genommen und uns alle Produkte, die sie gerne benutzt, auf ihren Klienten und bei Jobs aus der Drogerie uns verraten. Und einige Produkte kenne ich schon, einige habe ich noch nie benutzt. Und ihr wisst, die Kombination macht das Ganze ja auch immer so ein bisschen. Und damit das Ganze so authentisch wie möglich ist, habe ich sogar die Pinsel von Letizia. Die kennt ihr schon. Auch ihren Shop setze ich euch mal unten in die Infobox. Das sind die qualitativ hochwertigsten Pinsel, die ich kenne tatsächlich. Sie sind ein bisschen teurer, aber es gibt zwei Pinsel, wo ich sage, okay, die lohnen sich auf jeden Fall, das Geld zu investieren. Das sind diese beiden hier. Einmal der FF3 und FF4. Werde ich euch aber gleich in dem Video zeigen. Falls ihr neu seid oder ihr ab und zu immer wieder kommt und es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und unbedingt die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keine Videos, die ich hier regelmäßig hochlade. Und es sind 3 die Woche, also es ist eine ganze Menge. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich bin richtig, richtig gespannt, weil schaut euch einfach mal die Fotos bei Letizia auf Instagram an. Es ist krass, was sie macht. Und so ein paar Produkte habe ich schon immer gesehen und dachte mir so, Mensch, warum kaufe ich das nicht? Und meistens gehe ich bei Rossmann einkaufen. Einige der Produkte sind aber bei DM zu kaufen. Deswegen war ich eben bei DM und habe alle Produkte hier selber gekauft. Und ich möchte als erstes mit Skin Prep anfangen. Und das ist ganz besonders wichtig. Ich sage euch das immer wieder. Pflege, 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 Warten, Make-up. Damit ihr einfach die beste Haut kriegt, die ihr haben könnt. Und das in euer Make-up vernünftig aussieht. Ich sehe ein bisschen durchgerockt aus, aber sie hat mir 2 Produkte von Balea empfohlen. Und zwar haben wir hier einmal das Balea Med Vital Plus Intensivserum mit Calcium und Sojaöl für sehr reife Haut. Das hat 4,95 € oder so gekostet. Und dann von Balea Med die Ultra Sensitive Intensivcreme mit Urea. Ohne Parfüm, ohne Paraben und ohne Farbstoffe. Wir fangen als erstes mit der Creme an. Sie hatte mir dazu verraten, dass sie für Editorial Looks die benutzt, weil sie halt wirklich sehr, sehr glowy und reichhaltig sein soll. Ich trage mir jetzt einfach mal so ein bisschen was auf. Sie riecht nicht unangenehm. Oh Gott, es gab mal so eine Urea-Creme. Ich weiß nicht mehr von was, ist schon ein paar Jahre her. Die hat so unangenehm gerochen. Die Creme fühlt sich recht weich an, aber ganz, ganz geschmeidig. Die kann ich mir gut als Handcreme vorstellen. Und sie zieht einfach extrem schnell ein. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich bin jetzt ein bisschen rot vom Anfassen. Aber ist ja irre. Also, als ich die eingearbeitet habe, fühlte sich das Ganze eher so ein bisschen normal an. Und jetzt, wo das eingezogen ist, ist so ein Film auf meiner Haut geblieben, der ganz, ganz weich ist. Also es hinterlässt so einen fast schon glitschigen Effekt. Wir gucken mal, wie das Ganze jetzt weitergeht mit dem Balea Vital Intensivserum. Das habe ich bei ihr in einem Video gesehen, wo sie das benutzt hat. Und das kommt in so einem Glasflakon. Fühlt sich sehr hochwertig an. Krieg's nur nicht auf, wenn meine Hände jetzt so glitschig sind. Und gib mir so ein bisschen was auf die Hand. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Das riecht ein bisschen. Und das arbeite ich einfach in meine Haut an. Und so ein kleiner Pro-Tipp, ich habe ja auch schon mit vielen Make-up-Artists und Artistinnen gearbeitet. Was ich wirklich festgestellt habe, ist, sie arbeiten sehr fein. Also, was ich hier mache, das ist nicht ansatzweise das, was wirkliche Make-up-Artisten machen. Ich mache hier Make-up für YouTube. Cake, dass ihr einen Effekt auf dem Bildschirm seht. Bei Fotoshootings oder bei Videoshootings, wo es wirklich um das Produkt selber geht und nicht um die Person unbedingt, wird ganz, ganz anders gearbeitet. Es wird viel mehr geschichtet, viel zarter aufgebaut und es wird viel Zeit in Pflege gesteckt. Und was ich festgestellt habe und auch seitdem ich für BH Cosmetics die Kampagne geshootet habe damals, ich
verzichte bei Fotos, also wenn ich wirklich nur Fotos mache, fast ausschließlich auf Puder. Nur so ganz leicht unter den Augen, weil ich finde, dass sich die Foundation dann so ein bisschen schöner auf der Haut verteilt und die Hautstruktur besser rauskommt. Und dann in der Postproduktion, wenn man das Foto bearbeitet, ist es viel, viel einfacher, die Hautstruktur zu verbessern als eine pudrige Haut. Okay, die Pflege ist sehr, sehr schön eingezogen und ein Produkt, was ich jetzt auftragen möchte, ist nicht etwas, was sie mir geschickt hat per Privatnachricht, sondern, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe, glaube ich, die letzten 3 Monate ein Produkt gesucht und ich hätte einfach nur genauer bei ihr suchen müssen. Es ging nämlich um einen Dupe zu dem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury und ich glaube, ich habe 3-mal das Falsche gekauft. Und jetzt habe ich das Richtige. Ich habe extra geguckt, ich habe fast den EAN-Code verglichen. Und es geht hier um das L'Oreal Age Perfect Luminous BB Cream getönte Tagescreme in der Farbe Light to Medium 1. Das soll angeblich, und sie hat es bei Instagram gezeigt, fast dasselbe Produkt wie das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter XYZ, was schon ziemlich durchgerockt aussieht. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir probieren heute wirklich dieses Editorial Make-up hinzukriegen. Und so sieht das Ganze einmal aus. Das kommt in so einer Plastikquetschtube und das soll pflegen und für einen strahlenden und ebenmäßigen Teint sorgen. Was ich neulich gelernt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ist, dass zuerst mit einer BB-Cream gearbeitet wurde, die die Haut nochmal mit Feuchtigkeit versorgt und der Haut Glow gibt und dann erst mit Foundation gearbeitet wird. Denn so hat man schon so ein bisschen Deckkraft, was die ganze Base so ein bisschen auscancelt und braucht weniger Foundation. Ist für mich ein Mysterium, aber für diese Editorial-Fotos oder so ist das immer eine coole Sache. Das Ganze gebe ich mir hier so ein bisschen auf die Hand und das sieht tatsächlich aus wie das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter-Ding. Halt nur nicht mit so einem sehr unhygienischen... Hier, das da... So, und ich nehme jetzt einen Pinsel und arbeite mir das erstmal in den Pinsel ein. Und ich weiß nicht, ob ihr es auf der Hand sehen könnt, es hat tatsächlich Glow. Wow. Ich sehe schon, eventuell wird das hier meine liebste Base überhaupt. Also, Glow ist auf jeden Fall da. Ich finde, eine Deckkraft habe ich jetzt nicht bekommen. Also, die von Charlotte hat ein bisschen mehr Deckkraft. Aber das ist schon sehr gesund. Also, das ist schon... Das ist nicht Zinnmann, weil ich sehe meine Hautfarbe noch durch, aber der Glow ist fantastisch. Ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man das in eine Full Coverage Foundation mit reinmischt, um weniger Produkt zu benutzen. Als Foundation hat sie mir 2 verschiedene empfohlen. Einmal die Perfect Match und die Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Foundation. Die mag ich auch total gerne, deswegen benutzen wir die auch heute. Und ich probiere wirklich wenig Foundation zu benutzen. Ich nehme jetzt auch denselben Pinsel wie eben und fange an, hier in der Mitte einfach so ein bisschen Foundation aufzutragen. Und ich probiere wirklich mit so wenig Produkt, wie es geht, klarzukommen. Denn wir haben ja auch noch Concealer und wir können dann punktuell so ein bisschen aufbauen. Ich arbeite mir das erstmal hier ein und gehe dann im Anschluss mit einem Schwamm einfach nochmal rüber. Tatsächlich habe ich wirklich nur extrem wenig Produkt jetzt benutzt. Farblich, ja, ist ein bisschen gelb. Ich habe jetzt die 120 genommen. Ich habe auch hier noch die 250. Die ist aber, glaube ich, ein Stückchen zu dunkel. Und ich habe heute extra für euch die Kamera von vorne weg direkt etwas dunkler gestellt, damit ihr auch meine Hautstruktur sehen könnt. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Aber ich nehme jetzt einfach meinen Beauty Sponge. Und arbeite mir einfach schon mal hier so ein bisschen die Foundation ein. Und dann können wir schauen, wo wir noch ein bisschen mehr Deckkraft brauchen. Schaut mal, ich habe jetzt hier noch so eine kleine Unreinheit. Die könnte man dann per Photoshop wegmachen. Wir haben jetzt hier aber kein Photoshop. Ich habe nicht mal einen Filter. Und deswegen arbeite ich mir hier einfach noch mal so ein bisschen Produkt mit auf. Und gebe wirklich rüber. Ich lasse mir wirklich Zeit, die Foundation einzuarbeiten. Das Schöne bei meinem Schwamm ist, der imitiert auch so ein bisschen so eine Hautstruktur. Und wenn ihr eure Foundation für Fotos beispielsweise mal nicht settet, habt ihr diesen Glow und diese perfekte Hautstruktur mit drauf. Ich verlinke euch den Schwamm, falls ihr ihn noch nicht habt. Okay, so sieht die Base einmal sehr schön aus und ich hole euch jetzt ein Stückchen daran. Okay, es ist recht dunkel, aber ich glaube, so seht ihr meine Hauttextur am besten. Es ist schon sehr glowy. Es ist schon so ein bisschen eine zartere Deckkraft. Die Fit Me hat jetzt aber auch nicht die größte Deckkraft. Die Perfect Match ist noch ein bisschen mehr. Die mag ich persönlich aber nicht so. Und ihr seht, im Prinzip könnte man jetzt die Haut so fotografieren. Und diese kleinen Unebenheiten, die würden dann rausgefotoshoppt werden. Wir wollen aber heute ein alltagstaugliches Make-up so ein bisschen machen. Und ihr wisst, ich brauche ein bisschen Concealer. Auch hier hat sie mir 2 verschiedene empfohlen. Einmal den Augenlöscher von Maybelline und von L'Oreal den Infallible More Than Concealer. Das soll ein Dupe zum Tarte Shape Tape sein.
Ich habe den vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal gekauft, aber in der hellsten Farbe und das sah ganz schrecklich bei mir aus. Meine Hände sind immer noch ganz glitschig von der Creme. Ich habe den jetzt in der Farbe 330 gekauft und der hat eine extrem hohe Deckkraft, Freunde. Also das ist krass. Ich gebe mir als erstes nur hier einen kleinen Klecks hin und hier und hier. Und ihr seht, der Concealer ist jetzt nicht so hell wie mein Concealer sonst, weil es einfach natürlicher aussieht. Auch den Concealer arbeite ich als erstes mit einem Pinsel ein und ich fange hier hinten an und ihr seht sofort, dass das Ganze hier direkt so ein bisschen aufhält und liftet. Und dann gehe ich hier rein. Hier vorne ist schon fast zu viel Concealer. Und dann könnt ihr hier so ein bisschen aufhellen. Ziel ist es, dass wir nicht so viel Concealer im Rest des Gesichtes haben, weil der Concealer einfach eine andere Textur hat und auch auf Fotos nicht so schön aussieht. Und wenn ihr wirklich nur unter den Augen arbeitet, da wo ihr die Deckkraft braucht, wird das Endergebnis einfach so ein bisschen schöner. Ich gehe jetzt erstmal nochmal mit dem Schwamm rüber, um die Pinselstrokes so ein bisschen zu kaschieren. Und tatsächlich gefällt mir die Base so sehr gut. Normalerweise sieht meine Haut ja komplett anders aus, ne? Also sehr viel Cake, sehr viel Foundation. Das ist halt so ein Ich bin schön, so wie ich bin, Make-up. So, can't relate, aber ich glaube, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Und übrigens, es tut mir total leid, ihr seht mich im Moment eigentlich nur mit so Krümelchen an den Wimpern. Aber ich habe einen Wimpernkleber benutzt und ich kriege ihn nicht raus. Zum Setten hat sie mir eins empfohlen aus der Drogerie. Das benutze ich im Moment tatsächlich auch selber total gerne. Das ist das Fit Me Matte Poreless von Maybelline. Das passt so ein bisschen zu der Foundation, aber das ist eher das Matte. Und ich benutze dafür, und das kennt ihr ja schon mittlerweile, einen Pinsel von Letizia. Das ist der FF3. Und damit gehe ich hier einfach rein und lade den Pinsel auf und sette damit wirklich nur so ganz leicht unter meinen Augen, dass der Concealer nicht verrutscht. Gehe hier nur so ein bisschen über die Augen. Und sette wirklich mit diesem Pinsel meine Foundation. Dadurch seid ihr sehr präzise. Ihr nehmt nicht zu viel Puder auf. Und der Glow auf eurer Haut bleibt einfach bestehen. Ich muss sagen, ich liebe die Base. Ich habe euch jetzt doch ein kleines Stückchen heller gestellt, dass ihr das Ganze einfach noch mal ein bisschen besser belichtet seht. Ihr könnt mir gerne schreiben, was euch besser gefällt. Ich muss sagen, es sieht extrem natürlich aus. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich was im Gesicht habe. Vor allen Dingen meine Stirn sieht einfach perfektioniert aus. Ach, der Kleber, es triggert mich einfach so sehr. Wir machen weiter mit Bronzer und da hat sie von Catrice mir den Sun Glow Bronzer in Matt empfohlen. Der sieht einmal so aus, der sieht schon ein bisschen durchgerockt aus, den gibt es aber im Standardsortiment. Ich habe extra eben nochmal geguckt. Und wir nehmen jetzt einfach einen großen, fluffigen Pinsel und laden den Pinsel so ein bisschen auf. Und dann stempeln wir auch nur den Bronzer dahin, wo wir ihn haben wollen. Dadurch, dass die Foundation ja noch so ein bisschen feucht ist, setten wir die Foundation mit dem Bronzer. Ich mag den Bronzer persönlich auch total gerne, weil er sehr natürlich ist. Er ist schon ein bisschen wärmer, finde ich, bei mir. Aber ich finde, ich sehe so italienisch heute aus. Und meine Base ist einfach extrem glowy. Als Blush hat sie mir zwei verschiedene empfohlen. Und den Melon Dollar Baby, den kennt ihr schon. Ich liebe den. Sie hat aber noch einen anderen empfohlen, der ist auch von Catrice. Sie meint, es sind tatsächlich viele Sachen von Catrice, die sie gerne benutzt. Und das ist der Blush Box Blush Water and Sweat Proof in der Farbe Nude Peach 025. Wir arbeiten jetzt als erstes mit dem mal. Und ich benutze einen Pinsel von Letizia. Das ist eigentlich so ein. Damit kann man gut Concealer ausblenden. Was ich damit gerne mache, ist Creme Blush einfach so ein bisschen auftragen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Puder Blush hier. Ich kann mir vorstellen, dass der für mich ein bisschen zu hell ist. Pinsel hat aber ein bisschen was aufgenommen und den tupfe ich mir hier so ein bisschen hin. Tatsächlich ist er dunkler als gedacht. Oh, eine sehr subtile Farbe. Den mag ich sehr gerne. Wir gehen jetzt aber nochmal mit dem Melon Dollar Baby Blush rüber, weil ich finde, dass der nochmal so ein bisschen Glow mit drin hat. Und ihr seht schon, wird viel mit Glow gearbeitet als Make-up-Artist. Oder die meisten zumindest, beziehungsweise Letizia nehme ich jetzt mal an, so wie sie arbeitet, denn es kommt auf Fotos einfach super natürlich rüber. Ich arbeite mir das so richtig schön ein und lasse mir wirklich heute mal die Zeit. Der riecht übrigens so gut. Ich hatte den damals gekauft, auch schon bestimmt 1,5 Jahre her, aber es ist einer der schönsten Blushes aus der Drogerie. Von der Farbe her, diesen leichten Glow hier mit. Wow. Auch bei den Highlightern möchte ich euch zwei zeigen. Wir haben einmal den Baked Blush in High Glow. Das ist jetzt der hellere. Und dann hat sie mir noch den More Than Glow Highlighter empfohlen. Das ist dieser Ultra, Ultra Glowy Highlighter. Wir fangen jetzt erstmal soft an. Und ich nehme auch dazu einen Pinsel von Letizia, weil ich den zum Highlighten total gut finde. Weil er halt so schön fluffig ist, kann man den Pinsel gut aufladen, abklopfen und dann hier einfach nur so rüberdusten. Und ihr seht sofort, das ist halt wie so ein leichter Schein an Glow. Also nichts,
Übertriebenes. Damit kann man hier nochmal so ein bisschen überall rüber gehen und das Gesicht beleben. Ich glaube, den gibt es auch in anderen Farben. Bei mir war jetzt leider nur eine kleine Theke da. Der hat ein bisschen Kickback, es ist aber auch ein gebackener Highlighter, ne? Also die sind ja trotzdem von der Textur noch ein bisschen anders. Vielleicht erinnert ihr euch, Letizia hat auch in Zusammenarbeit mit Love eine Palette rausgebracht. Die mochte ich auch total gerne. Also ihr seht, ich habe sie gut benutzt. Wir gehen nochmal hier so ein bisschen in den mit rein. Und den setze ich mir einfach hier oben mit rüber. Und ich sehe gerade meine Base das erste Mal von Namen. Wow, es sieht einfach so gesund aus. Für die Augenbrauen hatte sie mir auch ein Augenbrauengel empfohlen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es war, aber es gibt sie nicht mehr. Also sie benutzt so ein Tinted Brow Gel. Deswegen habe ich meine Augenbrauen schon so ein bisschen gemacht. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal durch, bürste sie so ein bisschen hoch. Und für diesen soften Make-up-Look reicht es, glaube ich, heute. Für die Augen, da habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich habe ja neulich ein Video gemacht zu diesen Five in a Box Mini-Paletten. Und ich glaube, diese habe ich nicht im Video benutzt, um mit euch einen Look zu schminken. Und das tun wir jetzt. Ich nehme auch hier Pinsel von Letizia. Ich nehme einmal hier den blauen in OGB SB und fange an, hier dieses Backsteinrot mir in meine Lidfalte zu setzen und baue mir das Pigment auf. Und was ich auch gelernt habe, das war ein Trick von einer Make-up-Artistin, den ich gelernt habe, ist, sie fangen immer an, das Pigment erst hier rauf zu pressen und dann nehmen sie einen sauberen Blendepinsel. Und dann fange ich an, die Farbe auszublenden. Ich nehme meinen Blendepinsel von Letizia, gehe hier nochmal mit rein und dann blende ich das. Die sind extrem weich, die Pinsel, ne? Also das sind keine harten, borstigen Pinsel, sondern super, super weich. Und vor allen Dingen hat sie auch so kleine Detail-Brushes. Den hier, den liebe ich über alles. Und jetzt gehe ich mit diesem kleinen Pinsel in das Gold hier. Der ist super präzise. Setze mir das hier als Inner Corner Highlight hin und gehe dann hiermit so langsam über meine Base. Die sind extrem pigmentiert, die Lidschatten, ne? Also seid vorsichtig, die könnt ihr sogar auf einer trockenen Base benutzen. Okay, ich liebe diesen Look gerade. Als Mascara möchte ich mir die Lash Paradise auftragen. Die habe ich tatsächlich noch nie probiert. Und die sieht einmal so aus. Ich habe schon ganz viel Gutes davon gehört. First Impression, das Bürstchen. Sieht gut aus. Ich rieche immer an Mascara. Und damit gehe ich einfach hier schon mal so ein bisschen durch. Und es geht aber schnell. Ich glaube, ihr könnt das in der Kamera nicht so gut erkennen. Okay, ich liebe die Mascara jetzt schon. Ich glaube, ihr könnt es nicht sehen. Aber wow. Ich habe euch noch mal ein kleines Stückchen rausgezoomt. Sie hat mir auch Lashes empfohlen. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich den Kleber, den ich im Moment hier habe, einfach nicht aus meinen Lashes rauskriege, lassen wir das heute mit den Lashes. Das seht mir bitte nach. Es waren aber die Adele Lashes, die Faux Mink Lashes. Ich habe hier nur die Studio Lashes. Die sind halt recht intensiv, aber die Adele Faux Mink Lashes sind ihr Favorit gewesen. Auch für die Lippenstifte hat sie mir zwei empfohlen. Die gibt es aber nicht mehr im Sortiment. Ich habe aber eben nachgeschaut. Es sind diese Lippenstifte von Catrice. Einmal in der Farbe 040 und 030 bzw. 100. Aber die 030 ist eh wie die 100. Also ein bisschen verwirrend, aber die von Catrice sollen es sein. Das sind Nude-Lippenstifte. Ich mag die auch ganz gerne. Ich swatch euch die mal kurz. Wir haben einmal hier die 040 und daneben die 030. Ich glaube, ich gehe mit der 030 rein. Okay, sie ist recht kühl, die Farbe. Ich wärme mir das Ganze doch noch mal ein bisschen hier mit auf. Und als Gloss hat sie mir von Love die Lip Volumizer empfohlen. Die haben so einen leichtes prickelnden Effekt mit drin. Gab es auch in verschiedenen Farben. Ich habe den jetzt hier in der Farbe 200. Und das ist der fertige Look mit den Produkten von Letizia, ihre Drogeriefavoriten. Ganz ehrlich, ich zeige euch hier noch meine Nahaufnahme meiner Haut. Ich bin sprachlos, wie wunderschön meine Base aussieht. Ich würde so direkt rausgehen. Wunderschönes Make-up. Es fühlt sich toll an. Es fühlt sich an, als hätte ich nichts im Gesicht. Und das ist ein Gefühl, was ich nicht kenne. Ich bin gespannt, was sie zu dem Look und zu meiner Hauttextur sagt und zu den Techniken, die ich euch in diesem Video heute empfohlen habe. Schaut unbedingt bei Letizia vorbei. Ich lasse alle Links unten in der Infobox. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.